Ich glaube, mit dem, was wir heute vorgestellt haben, wenn wir ehrlich sind, haben wir das schon vor 6 Jahren vorgestellt und vor 3 Jahren nochmal. Aber mit dem, was wir heute vorgestellt haben, kann man glaube, die Situation am Zentralbahnplatz sehr, sehr gut lösen und stark verbessern. Also gehen Sie davon aus, dass mit heute eigentlich die Debatte anders wird verlaufen, dass es auch ruhiger wird? Och, das glaube ich nicht, dass die Debatte ruhiger wird. Die kommt ja immer wieder. Die Sachen werden immer wieder diskutiert und das ist auch gut so. Das ist zwangsläufig so und im besten Ordnung. In den letzten Tagen ist die Debatte um den Zentralbahnplatz hochgekocht. Mit der Lösung, die Sie heute präsentiert haben, glauben Sie, dass die Diskussionen beendet sind? Ja, ich glaube, dass natürlich die Diskussion im Moment nicht beendet wird sein, weil es sind gute Ideen vorhanden, sind aber leider nicht so kurzfristig realisierbar, wie man sich das vorstellt. Weil sobald sie irgendetwas verändert an der Infrastruktur, Gleislagen, braucht es ein Bewilligungsverfahren und dann sind wir sehr schnell wieder in einem Projekthorizont von 3 bis 5 Jahren. Was da wichtig ist zu wissen, der Zentralbahnplatz, der ist gelinde gesagt in einem desolaten Zustand. Das heisst, wir haben 80% der Anlagen, die in einem kritischen Zustand sind. Und 50% dieser Anlagen sind sogar aus der Betriebssicherheitssicht absolut kritisch und müssen dringend ersetzt werden.